Hallöchen, also dann hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Da bin ich also wieder am Start. Ja, zerflimmert gerade aber ganz kurz meine Kamera. Mal gucken, ob wir das hier jetzt irgendwie wieder fixen können. Ja, bin auf jeden Fall damit auch wieder am Start, meine lieben Freunde. Weiterhin mit Zimmy und ja, jetzt mit der letzten Series des heutigen Abends mit OG gegen Team Secret. Die absolute Highlight-Serie des heutigen Abends. Wunderbar, Zimmy ist auch da. Weiter geht's. Ja, OG gegen Team Secret. Und wie erwartet, Wisp First Phase gebannt. Ich bin gleich aber wieder da. Ich habe nämlich nur kurz geschaut, ob es da ist. Ich muss schnell Dinge vom Herd tun. Ach, Moment. Du stupst mich an und gehst dann weg. Ja, ja, ich muss ja nur die Pfanne von einer Platte auf die andere. Ich denke, das dauert eine Minute. Witch Doctor, he protect, he attack, but most importantly, he... Oh yeah! Spirit Breaker bei OG, ja, das ist auch... Das ist so ein bisschen die alte Combo, die jetzt nicht mehr funktioniert, Darkseer Spirit Breaker zu picken. Kein Movement Speed... Cap... Minus Cap, also jetzt wieder Movement Speed Cap durch Search, von daher ist die Combo nicht mehr ganz so krass, kann aber immer noch super gut funktionieren, wenn so ein Iron Shell Spirit Breaker auf dich drauf rennt. Das tut schon ordentlich weh. Sie versuchen also vom Draft-Style her eher gegen den Anti-Mage zu draften. Die wollen hier direkt im Early Game reinfahren. Also wird wahrscheinlich OG jetzt den... Bitte, was? Wer hatte noch mal richtig gute Winrate? Bloodseeker war das, oder? Oh, wait, what? Was wurde da? Wurde da irgendwas geändert? Nee, ne? Naja, ich glaube ein bisschen an Prozentzahlen. Ich glaube von dem Base Damage 2 hoch, Blood Rage Max Health Cost reduced. Vielleicht ist das jetzt so der Degen Amplified Bloodseeker mit 30% Spell Amp, der mit E-Blade Degen herumläuft und Leute sehen. Bloodseeker Anti-Mage. Erinnerst du dich, als wir vor ungefähr 8 Minuten gesagt haben, ja, Secret OG sind die mit den Next-Level-Struts? Ja, vielleicht zeigt uns Secret... Ich meine, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder zeigt uns Secret jetzt, wie man den Bloodseeker spielt und das hat niemand verstanden bisher. Oder sie wollen die Bühne nutzen, um Icefrog zu zeigen, wie trash der Held aktuell wirklich ist. Ich call es jetzt schon. Ich sehe, was die vorhaben. Das wird der Secret Last Pick Zeus mit 30% Spell Amp Blood Rage. Und. Oh mein Gott, wir sind schon wieder in Huska. Huska gegen Bloodseeker. Wo sind wir? Wir casten hier schon die richtige Series, oder, Zimmy? Ich glaube, die haben sich im Jahrhundert geirrt mit dem Draft. Ja, so ähnlich. Oh, wow. Also, das verspricht auf jeden Fall. Ordentlich geil zu werden. Weißt du, vorhin reden wir doch, boah, Huska Trash, Bloodseeker noch schlechter. Und also ja, wir sehen Huska gegen Bloodseeker. In 200 Games wurde dreimal Huska gepickt. Jetzt wurde insgesamt fünfmal Huska gepickt. Und die letzten zwei Games, das ist einfach. Die zwei Games, die wir casten, sind von 300 Games 50% Huska-Pickrate. Also, ja. Die gute Neuigkeit ist, also ich will es jetzt nicht verschreien, aber einer von beiden wird hier gewinnen, Zimmy. Also das stimmt. Also entweder der Huska oder der Bloodseeker gewinnt hier. Ja. Und ich denke, wir als Zuschauer sind alle die Gewinner. Betretenes Schweigen, okay. Ich bin einfach gerade nur so heftig verwirrt. Also ja. Ich fand es aber ziemlich gut, wo ich jetzt gerade kurz nicht da war. Du erzählst so von Darkseer Spirit Breaker. Und ich muss eigentlich an das denken, was du auch schon im Game davor gesagt hast, zu Fly to Moon mit der Jakiro Lifestealer Lane. Das ist halt jetzt auch wieder so eine klassische Dota 1 Lane. Darkseer Spirit Breaker, das geht einfach immer. Die Space Core mit dem Iron Shell, da machst du nichts verkehrt. Das steht auf der Lane, das macht Damage, das farmt. Einfach eine grundsolide Lane. Glaube ich. Mit diesem Draft, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Bloodseeker wird halt einfach, hat er überhaupt einen Win? Der hat gar keinen Win. Du hast vorhin gesagt, 0% Winrate. Ja, der hat 0% Winrate. Das könnte der Draft sein, der Bloodseeker in diesem Turnier auf 50% Winrate hochschraubt. Das wäre schon ziemlich geil.
Ja. Also wenn es ein Team schafft, dann Secret. Aber ich bin echt gespannt, was sie damit vorhaben. Der Last Pick wird es uns verraten. Okay, Drow-Ranger. Okay, eine Drow-Husker-Strat kann man das machen. Ist halt, das ist halt das kranke Anti-Anti-Mage-Liner, was sie hier ziehen wollen. Ja. Und jetzt die Frage, ob du mit dem Zeus recht hast oder ob der Blattseeker da mit Radiant Stagen E-Blade rumläuft und Spaß hat. Ich habe sonst keine Ahnung, ehrlich gesagt, was die hier vorhaben. Also ich denke, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Core-Blattseeker sein soll, aber gegen was? Du kannst ihn nicht gegen Husker stellen, du kannst ihn nicht gegen Drow-Ranger stellen. Mhm. Also wenn es ein Flex-Pick ist, dann wird es jetzt der Support-Blattseeker und dann picken sie einen Zeus. Mhm. Oder ein ja. Storm. Na, Storm ist vielleicht nicht so geil gegen Drow. Ich sehe es. Das ist jetzt ein Techie-Score, der dann den Suicide-Jump macht mit der Spell-Amp. Mit 30% Spell-Amp. Oh boy. Wie ist das eigentlich, wenn Techies die Spell-Amp drauf hat und so eine Remote-Mine zündet? So asking for a friend. Das klingt eigentlich ziemlich interessant. Ich glaube, Spell-Amp geht nicht auf und auf die Minen, auf gell? Ja. Ich glaube, das war generell so ein Problem. Deswegen hast du ja mit Techies nie so Spell-Amp-Kaya und so, glaube ich, gebaut, weil die Spell-Amp auf die Minen ja nicht ging, weil die ja nicht eigene Unit mit einem fixen Schadenswert sind, glaube ich. Das war das Problem. Genau. Und die WR. Okay. Das ist jetzt aber bin verwirrt. Spielen die einen Offlane-Blattseeker oder eine Offlane-WR? Ich habe keine Ahnung. Also ich könnte mir, ja, ich wollte schon sagen, ich traue Sei zu, dass der hier den Blattseeker pickt und das ist tatsächlich so. Also Sei-Blattseeker. Ich bin echt gespannt, was der Held im Competitive macht, weil der in Pubs einfach aktuell wie Übertrash aussieht. Wo kann ich mich denn beschweren, wenn ich beide Drafts scheiße finde? Dann lässt du, keine Ahnung. Also ich tippe jetzt auf OG, weil einfach die keinen Blattseeker haben, aber ich bin überhaupt nicht überzeugt von dem einen wie dem anderen Draft. Weird, ganz weird. Dann wiederum, also ja, also ich das weiß, Lineup von Secret ist schon extrem mobil. Ja. OG ja, wobei wirkt ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Wobei das Lineup von OG dafür halt wirklich ein Reinfahrt-Draft ist. Ich meine, du hast so Spirit Breaker, Husker, Darkseer. Das sind so drei dicke Dinger, die einfach auf dich drauflaufen, während Thompson da hinten schießt. Aber also für OG gibt es nur eine Richtung und das ist nach vorne. Ja. Und Secret, ich bin echt gespannt, was Sei mit diesem Blattseeker macht. Er wird es ja nicht umsonst gepickt haben. Also die müssen das irgendwie. Das ist irgendein Cheese. Ich glaube tatsächlich, also ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber von beiden Seiten wirken die Drafts jetzt wirklich so ein bisschen wie, ich denke, man nutzt diese Series hier einfach, um vielleicht auch non-serious Dinge auszuprobieren. Weil wie ich vorhin schon gesagt habe, Secret steht aktuell 4-0, OG steht 3-0. Beide sind bereits sicher als Erster oder Zweiter in den Playoffs, wobei das macht relativ wenig Unterschied, außer dass der Gruppenerste gegen den gegnerischen Gruppenzweiten spielt. Also wie gesagt, ich will die Series jetzt nicht madig reden, weil auf der einen Seite ist das natürlich dann vielleicht so ein bisschen Trollen von den Teams mit so Husker-Blattseeker, aber auf der anderen Seite bietet sowas halt immer Chance für richtig geiles Dota, was man so auf so einem Level normalerweise nicht sieht. Und ich glaube, die Partie also wird so oder so richtig geil. Secret, meiner Meinung nach, trollt Secret nicht, weil Secret ist das Team, was nicht verliert. Und ja, es das passt stimmt. Irgendwie nicht zu, es passt nicht zu Secret, dass die trollen würden. Ja, ja so. Ich sag ja auch nicht, ob wir es trollen, aber ich denke, für beide Seiten ist es halt kein Beinbruch, wenn die Series verloren wird. Also ich denke, beide auch OG nehmen es super nicht, serious. Nee. Also ich meine nur, ich glaube, vom Draft nehmen sie es nicht hundertprozentig serious, weil beide sind sicher weiter. Beide Teams wären halt dumm, wenn sie jetzt ja ihre super Strats quasi zeigen. Deswegen experimentiert man vielleicht von ein paar Sachen, wo man sagt, hey, Scrim ist einfach nicht ganz dasselbe wie so richtig professionelles Environment und gegen Team VOG oder auf der anderen Seite gegen Secret spielst du nicht alle Tage. Lass mal schauen, was wir mit dem Draft der Idee hier bewerkstelligen können. Okay, das ist ein guter Ansatz. Da gebe ich dir recht. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ja, aber wir werden es sehen. Ich meine, vielleicht sehen wir jetzt plötzlich irgendwas, was wir so nie gesehen haben. Ich meine,
Hat die Windranger noch, ja. Die Windranger mit dem Powershot-Damage-Talent, die dann einfach shit, super Powershots ballert. Boah, das sag ich schon. Ich hab nicht mal aufgepasst. Das ist eine Drow-Ranger-Mitte und ein Safeline Husker. Na, der Husker gegen Blattsieger. Also jetzt sind wir beide Gewinner oder Verlierer. Ich weiß ist das nicht. Ist das verrückt, Mann. Ja. Also, wer sich jetzt noch wundert, warum wir uns auf dieses Set gefreut haben, genau wegen sowas. Ich wusste, dass hier verrücktes Zeug passieren wird, aber das ist schon too much fast. Ja. Das wirkt schon wie gewürfelt, was hier passiert. Aber mal schauen, wie es läuft. Bin gespannt, wie sich der Safe in Husker schlägt. Ja, No-Till, Sai, Toplane. Erstmal der Disarm gegen Sai. Ja, generell, ich finde es ziemlich interessant. Ich bin mal gespannt, wie Sai halt tatsächlich diese neue Blood Rage. Ich habe gespielt, weil ich habe ein paar Mal schon in meinen Pubs, gut, die sind vielleicht jetzt definitiv nicht der Garant für How to Play, aber ich sehe irgendwie gefühlt sehr viele Leute einfach diesen Q-Spell einfach skippen, weil sie keine Ahnung haben, wie man damit. Du kannst das nicht nehmen in der Lane, also wenn du das in der Lane hier nehmen würdest. Nee, generell halt so in der Lane. Ich weiß, ich will damit eigentlich nur sagen, ich sehe viele Spieler, die Spell auch teilweise gar nicht wirklich nutzen, weil. Ja, klar, das ist kein Spell mehr, den du am Anfang jetzt benutzt, so wie du früher permanent gebloodraged hast, um deine HP oben zu halten. Inzwischen macht der Held halt der Spell halt das Gegenteil. So, wenn du ihn zu oft benutzt, dann droppst du einfach mit HP. Und ja, es ist ganz, ganz wild. Ich bin echt gespannt, wie dieser Offlane-Blattsieger funktionieren wird. Ja, die Frage ist, ich weiß nicht, hast du einen neuen Blattsieger auch schon mal gespielt? Oder nee, Ideen, wie man nicht. Den so spielt? Auch keine Ahnung. Überhaupt nicht, kein Plan. Also, ich könnte mir vorstellen, dass du ihn auf Right-Click spielst, mit irgendwelchen Orb-Effekten, so wie halt Blattsieger davor auch schon gespielt wurde, weil Spell-Amp und Attack-Speed sind ja schon nicht ohne. Also, das bufft dich ganz ordentlich, wenn du da Mjolnir hast, das tut schon. Ja, stimmt, so ein Mjolnir mit den 30% Spell-Amp ist schon ganz geil. Aber der große Nachteil, Blattsieger war noch nie tanky und. Ein Held, der nicht tanky ist, der sich auch noch selbst Schaden macht, das ist halt grenzwertig. Ja, das stimmt. Ich meine, wir werden es sehen. Mal gucken, was Sai auf dem Helden fabriziert. Bisher die Lane läuft tatsächlich ganz solide. Bin mir tatsächlich gerade bei OG gar nicht mehr sicher, ist Midwan eigentlich mittlerweile immer noch in der SEA und spielt mit einem 300er Ping? Kann ich dir das ehrlich gesagt weiß nicht sagen. Ich tatsächlich kein Plan. Immer noch. Ja. Also ich habe zumindest noch nichts Gegenteiliges gehört. Ich glaube Chat. Schon. Ich wüsste jetzt auch nichts anderes. Ja. Ja, war jetzt nur so eine Frage, weil es war ja zu Beginn von den ESLs und Co. War er definitiv in SCA und Thompson ist ja aus SCA zurückgekommen dann. Aber, na ja gut, ich glaube Midwan, irgendwann gewöhnt man sich dran, kein Ping zu haben. Vielleicht weiß aber jemand im Chat, der da mehr, ob OG da schon mal irgendwas gesagt hat oder in den englischen Panels. Toplane, ja, Yapsor. Wird jetzt erstmal Disarm. Kassiert hier die Speer? Finde auch das. Was hältst du von dem Skillbild von Midwan? Er skippt aktuell komplett Burning Spears und spielt 1-0-2. Keine Burning Spears zum Harrison. Wobei, gut, ich glaube, gegen Bloodseeker, der ja jetzt mit seinem Passive Leben bekommt, ist das wahrscheinlich die Burning Spears gar nicht mal so geil, oder? Ich denke, wenn du hier Burning Spears maxen willst, du hast von Burning Spears nicht so viel in der Midlane, außer dass du den Gegner damit aus der Lane harassen kannst. Ich gehe nicht davon aus, dass das hier so gut funktionieren wird in einer 2v2 Situation. Von daher will Midwan hier erstmal nur tanken und nur farmen, so wie es aussieht. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, Windrun übrigens gerade von Nisha gezündet und der Charge kommt von Saxa. Jetzt das Duell, der Powershot, direkt der Tackle und jetzt der Quickshot mit der Nisha. Mein Gott, der tackelt sie aneinander und jetzt kommt Yapsu mit der Rotation. Avalanche Toss und First Blood. Oh mein Gott, was ein Shackle. Nisha, WR Gott, dieser Shackle in letzter Sekunde. Crazy. Oh, das war wirklich richtig gut und ihr habt es so mit dem perfekten Rotation-Timing. Und weil mir gerade gesagt wird, Midmon nicht beim Bootcamp, ich weiß nicht, ich glaube beim ersten Bootcamp war er tatsächlich nicht, aber ich, wie gesagt, verfolge da nicht alles oder habe mich nicht durch jeden Tweet von OG gewühlt. Ich weiß nur, dass er beim ersten Bootcamp, wo Thompson wiedergekommen ist, immer noch in SEA war, aber kann ich nicht sagen, inwiefern sich das mittlerweile geändert hat. Ja, was
vielleicht gerade noch nicht so klar rausgekommen ist, was aber natürlich stimmt und sehr richtig bei mir im Chat angemerkt wurde. Du willst nicht zu viele Speere benutzen, weil je mehr du Blatziger damit harassst, desto mehr wird er gebufft, von daher. Das klar. Ist noch ein interessanter Punkt, Botlane. Jetzt gerade Papi, Vacuum into Tackle, der Kau. Und jetzt kommt der Cask durch. Sepp läuft hier wieder raus. Oh. Matuma, man, der hat richtig Motivation hier, der Junge. Und selbes Play wie gerade vorhin in der Mitte. Da kommt der Oma Arthur, der hat Bock. Papi ist da und Papi geht rein. Fairyfire gezündet. Oh Gott, was ist hier los auf den Lanes? Und der Blattsieger ist jetzt im Super-Buff-Modus. Japsor kommt auf die Top-Lane. Sei. Er brennt. Ja, aber Sei, will der da ein bisschen was machen? Nee, will hier nichts machen. Japsor wartet noch. Jetzt aber der Silence und der Go. Japsor kommt von hinten ran. Midwon gegen Sei. Midwon keine Vision mehr. Avalanche Toss ist bereit. Und jetzt kommt der Silence. Avalanche und ja, Sei kriegt tatsächlich den Kill im Duell der Trash-Helden. Verrückt. Wobei die Japsor-Beteiligung da jetzt auch nicht ohne war. Aber es ist wirklich das Duell der Trash-Helden auf der Top-Lane. Und Sei geht... Schau dir das mal an, Secret ist jetzt schon 3000 Gold vorne. Ich sehe es jetzt geht für erst. Veil of Discord, okay. Ja, ja gut, ja, mit Secret, Veil of Discord farmt unglaublich free gerade auf den aber Lanes. Die crazy. Idee ist gar nicht mal so schlecht. Ich finde generell Veil ist richtig geiles Item mit der Spell-Lamp. Und du hast 30% Spell-Lamp ja, mit Blood Rage so. Und mit Veil. Das klingt eigentlich schon ziemlich broken mit deinem W alleine. Ich glaube, irgendjemand von uns ist gerade out of sync, Alex. Du hast gerade irgendwie sehr versetzt zu mir gecastet. Oh, sorry. Ich habe gerade mal aktualisiert. Ich weiß nicht, ob es an dir liegt. Vielleicht liegt es auch an mir. Also ich bin. Du meinst von der Ingame-Time? Oder vom Reden ja, hier? Ja, es war einfach off. Nee, das, was du kommentiert hast, hat nicht zu dem passiert gepasst, was bei mir passiert ist. Oh, sorry. Wie gesagt, keine Ahnung, woran es liegt, ist Dota TV. Also. Ja. Muss nicht deine Schuld sein. Sind erst 10 Jahre dabei. Toplane gerade Rupture. Ja, Ruptures of Midwon und Nisha. Ja, und ich sehe jetzt halt, ich muss gar jetzt noch nicht funktionieren, ich weiß nicht. Nee. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt auf den Veil Blattsieger. Ich glaube, der dealt richtige Schellen mit seinem W dann später. Ja, wenn du gebufft bist und das Veil noch hast. Ja, du machst halt fast 50. Ich weiß nicht, wie stackt Spell Amplification? Plus oder mit dem Mal? Wie ist das dann? 30 plus 18? Weil das wäre fast 50. Nee. Veil ist ja keine Spell Amp. Veil ist ja Magic. Oh, Botlane ist gerade der Kill auf Anti-Mage. Und ja, da wird jetzt auch noch. Ja, stimmt mal, wie stackt das dann mit dem 18%? Das ja, also meiner fast Meinung 50% nach. Müsstest ja, ja. Du dann haben. Ne? Notel Toplane, Avalanche wird hier jetzt gerade angegangen, aber Midwon kommt dazu. Ja, Midwon, der kann hier. Ja, wie du sagst, der Husker so bisher auf der Lane und so vom Verlauf, den fiel ich weniger als der Blattsieger bisher. Also, wir können es ja ganz einfach mal ausrechnen. Angenommen, er hat Max Level, dann kriegt er 30 Spell Amp. So, das bedeutet, was ist Max Damage? 300 plus 90, 390 plus 18% vom Veil. 390 mal 18 mal 1,18. Ja, sind knapp 470. 470 mit einem Blood Rite. Ja, stimmt, 470. Das sind genau plus 48. Ja, genau, dann bist du auf fast 50% im Endeffekt. Botlane, Saxa, Matu kommt hier raus. Und jetzt der Rite, Rupture. Ja, und damit hat sich das Chargen für... Ja, wobei, nur Ruptured und stehen bleiben in der Wall ist jetzt nicht so tief, der Play. Okay, also Blattsieger ist hier schon Monster auf Lena. Kann diesen 200 HP Barer. Ja, das sagt Simsai, wow. Rupture, die nur bleibt, der versteht euer Deal keinen Damage. Wow. Ja, Blattsieger ist schon ein starker Held, Simmy. Auf jeden Fall, ja. In jedem Game jetzt immer Blattsieger picken. Ja, Gegner freuen sich über das gratis MMR. Also, man muss sagen, es ist schon sehr experimentell, was er hier macht. Und wenn sie Pech haben, fehlt ihnen hier im Midgame der Tanky Frontliner. Weil ein Blattsieger geht nicht vorne rein in die Fights. Und wenn dann Saxa mal mit einem Max-Level Iron Shell da reinfährt, mal gucken, was passiert.
War 4K Net Worth Lead für Secret, aber. Aber 4K Net Worth nur aus den Lanes ist irgendwie schon. Es ist super viel. Es ist super, super viel. Bin mir sicher, Dota Plus sagt jetzt auch irgendwie schon 80% Winrate für Secret. 64, na gut, das geht noch. Ja, ja, aber mit also 4000 nur aus den Lanes ist halt echt schon eine große Nummer dafür, dass wir nicht mal wirklich viele Ganks oder ähnliches gesehen haben. Aber wenn wir die Mitte anschauen, Nisha 1200 Net Worth mehr als die Joe, der hat die da richtig zerstört. Aber ist halt auch kein Midlane-Hero in meinen Augen. Das ist. Fand's sehr schlecht, wenn du contestet wirst mit Rau. Ja, Botlane jetzt ja gerade, der Go mit Rupture Richtung Sepp. Versucht hier noch aus dem Silence rauszulaufen, kassiert hier aber jetzt erstmal den Powershot von Nisha Saxa. Jetzt die Wall, schönes Vacuum, aber die Death Ward von Papi an der Seite erwischt hier erstmal Saxa. Und ja, der Powershot räumt hier ab. Also bisher, so, na, der Gameplan, was auch immer der von OG ist, ja, funktioniert irgendwie nicht. Ja, kein Damage dealen offensichtlich, weil mit Oracle ja. Spirit Breaker und Oracle Level 5 noch nicht mal irgendwie Max Purifying Flames ready. Es ist schwierig, sehr schwierig hier Damage zu machen. Midone ist von der Toplane komplett vertrieben, muss hier für die Ancients gehen. Sei kann Top 3 farmen. Geht als nächstes auf Jules, also es wird der Full Utility Blatziger, gefällt mir. Robson, First Sight und Forstaff. Ja, der Klassiker, halt wieder einfach die Hurricane Pike bauen. Botlane jetzt gerade, der Shackle ist gemisst. Und da muss Nisha jetzt noch aufpassen, wird getackelt. Aber wieder ist Papi da, Maledict mit dem Stun. Und ja, Papi, der wird hier wahrscheinlich, boah, der Powershot Maledict, der brezelt schon ordentlich. Aber Papi opfert sich hier gerade. Wobei, oh, ja, jetzt kriegen sie ihn. Ja, ich habe mich heute gefragt, warum lassen sie ihn so lange laufen? Ne? Ja, Nautail hatte Cooldown und ja, keine Ahnung. Das war nicht absichtlich, dass der so lange weggelaufen ist. Oh, ne, 42,5 Damage mit Level 15 Bloodride Talent, sagt das Dummy Target mit Veil drauf. Hat das Dummy Target Magic Resistance? Na, wie viel war die Zahl? Frage. 442, also ein bisschen weniger als was wir gesagt haben. Ja, na ja, gut, ich habe mich vielleicht ein bisschen verrechnet, aber ja. Okay, das Dummy Target hat die Standard Magic Resistance. Mm. Von daher ist das ja. Dann realistisch. Ja, aber es kommt Held ungefähr her, dann sind es trotzdem knapp, ja, weil genau, das stimmt, fünf, das genau 50% wären 450 und mit Veil, dann sind wir knapp drunter, dann sind es diese 48%, ja, dann stackt es eben Kulmi irgendwie tiefig. Cool. Ja, Botlane jetzt gerade mit One. No-Tail steht hier gerade bereit. Mit Disarm kommt der Jump ist. Tschüss. Okay. Ultimate von No-Tail. Dachte, er ist nicht nötig. Ja, der Husker wurde jetzt erstmal deleted. Und jetzt ein Rupture Focus Fire. Und ja, der Powershot hinterher. Also, OG. Ja, das Game, das funktioniert bisher weder auf dem Papier noch in der Praxis. Ich habe diesen Draft nicht gefühlt, aber. Den Husker so oder den anderen? Du kannst noch beides sagen. Naja, beide. Ich habe auch den. Ich habe eher noch den Blattsieger gefühlt als den Husker, glaube ich. Vor allem auf der Sidelane. No. Aber es ist crazy. Wobei ich habe sogar gesagt, dass OG das gewinnt, weil Blattsieger so scheiße ist. Aber er kriegt diesen Blattsieger hier zum Funktionieren. Das funktioniert echt super gut, muss ich sagen. Ja, das stimmt, während so der Husker, jetzt auch gerade so auf der Botlane, so der alte Klassiker Oracle Husker, aber No-Tail war sich da wohl sicher, der Husker stirbt nicht, wurde dann einfach da aus dem Leben pulverisiert und 0-3-0, also bisher hat der wenig Spaß und auch die Mitte Joe, ja, 0-1-0, ich meine, Thompson hat sich noch nicht wirklich eingeschaltet, aber da ist halt auch der Unterschied, was du gesagt hast, Joe ist kein wirklicher Midlaner und ja, die farmt halt, während Nisha hier richtig Druck macht. Auf der Karte bereits. Und MKB ist auf einem guten Weg. Also ganz der klassische Pub-Bild, Braunboots into MKB. Aber es ist halt einfach ein Bild, der sich auf WR mittlerweile auch bewährt hat. Ja, klar. Du brauchst ja nicht viel anderes. Mit dem Held brauchst du einfach nur Damage am Anfang. Du bist ja relativ sicher durch deinen Windrun. Ja, Charge und, jetzt gerade auf Sai, aber den muss eigentlich Saxa. Okay. Ja, so viel zu, den muss er eigentlich abbrechen. Gut, dann kommt halt hier die Feed, Kau geflogen.
einmal abgeholt. Thompson jetzt gegen Papi. Immerhin kriegt hier Thompson mal einen Kill. Macht hier weiter. Auf Sei ist gesilenced. Will hier aber spielen. Und da seid ihr zur No-Till. Ist gesilenced. Kann nicht ultien. Und NoG wieder zu weit. Sepp läuft hier einfach weg. Und ja, 3 für einen Papier. Und ja, Sei jagt während des Netzes auch nochmal Sepp. Midwon kommt jetzt aber dazu, geht hier rein, drückt hier zumindest die Sperre und die Wall geschmissen. Aber da kommt ja Papi mit dem Deathward. Und ja, Sei gegen Carry ist ein solider Trade, den sie hier gerade haben. Stimmt, Blood Rite ist ja Pure Damage. Magic Resistance ist ja total egal. Korrekt. Ja, stimmt. Macht also tatsächlich sogar noch mehr Damage. Aber mein Chat ist sich nicht ganz sicher, was die richtige Antwort ist. Und ja, Mitte Thompson ist tot. Wobei Saxa jetzt mit dem Charge. Windrun ist aber active und Nisha. Er überlebt das halt einfach. Also diese WR. Wer hätte gedacht, dass ein Held mit Windrun gegen einen Helden, der nur angreifen kann, richtig am Dominieren ist? Also 4K Network Lead Minute 10 ist insane, aber 8K Network Lead Minute 16 ist Autoloss. Ja, definitiv. Und der tost jetzt gerade rein. Ja. Das ist auch das, was ich meinte. Mein Tumberman geht jetzt hier schon mit in die Fights rein. Der hat einfach nur eine Battle Fury. Ja. Und das ist ja auch genau der Punkt. Bisher hat Secret 4 gegen 5 gewonnen. Und ja, Midwon, immerhin der Disarm Power Shot. Also. Ich will es nicht verschreien, aber das Game fühlt sich nach, dass es gleich GG an. Also das Game, ich erwarte eigentlich den GG-Call jede Minute, muss ich gestehen. Und ja, danach nie wieder einen Huskar-Pick. Ja, und danach den First-Face-Blattsieger-Ban gegen Secret, oder? Auf jeden Fall, ja. 50% Winrate-Hero. Ja. Dass es mehr als Tiny hat. Ich meine, auf dem Papier, wenn ich mir den Draft so anschaue, du hast ja schon, wir haben es ja im Draft gesagt, es ist ja nicht so, dass OG einfach 5 Helden gepickt hat, die nicht Hand und Fuß haben. Joe, Husker, Oracle, du hast schon diese Cross-Synergien in alle Richtungen mit einem Spirit Breaker und einem Darkseer, die vorne stehen. Nisha findet hier den nächsten Kill. Das ist ja nicht so, ja, dass man jetzt sagt, auf dem Papier ist das Lineup von OG richtig super Trash, aber so in der Praxis klappt es halt gerade einfach nicht. Die Synergien sind schon da, der Punkt ist, Secret hat auf alles eine Antwort. Also das stimmt, wirklich, ja. Wirklich auf alles. Im Early Game ist vielleicht das Problem da gewesen, dass irgendwie so ein Iron Shell Charge bombt, aber eine WR kannst du halt mit dem Lineup von OG basically nicht töten. Also keiner der Helden von OG tötet eine WR. Sehe ich absolut gar nicht. Na. Und naja, auch wenn es ein ganz guter Draft gegen den Anti-Mage ist, der Rest von Secret macht einfach zu viel Space. Definitiv. Und wie gesagt, Mato, der steht 0-1-6. 6 Assists bereits. Nur mit der Battle Fury, der Farm Papi wieder gegen Saxa. Und ja, also Nisha, der dominiert das Game hier gerade einfach. Tut mir ein bisschen leid, dass ich vor diesem Spiel behauptet habe, dass Secret OG eines der spannenderen Sets werden wird, weil wenn das zweite Game genauso aussieht, dann war das heute ein echt kurzer Notattack. Ja. Ja. Weißt du, ich sag dir noch so gestern, ich weiß nicht, wie lange ich kann, wenn es lange spannende Games werden. Jetzt sind wir hier so 4 Stunden in, 5 Games bald vorbei. Alles 2-0. Ich bin seit 2 Minuten auch nur noch auf Seil, weil ich mir nicht weiß, was ich mir angucken soll hier. Das ist... Es ist gerade echt schwierig und das Problem ist halt, ich meine, wir haben es gesagt, Synergien sind da, aber ich sehe einfach gerade nicht, wie tötet man die WR. So, ja, das geht um Max One Pride. Ja. Wall, wo man eigentlich sagt, so ein Darkseer mit einer geilen Wall gegen so einen richtig overfarmten Helden ist geil, aber gegen WR ist zum Beispiel die Wall halt richtig kacke, weil deine Illu keinen Fokusfeier hat. Also ja, das dann halt, WR ist so einer der schlechtesten Carry, den du per Illu oder per Wall replizieren willst, weil der Held einfach keinen Damage macht als gegen Illu. Blatziker auch, der kriegt ja keinen Thirstbuff und so. Also. Na, der Shackle trifft dich. Das heißt, Darkseer, wenn du selbst, wenn du so eine geile, also da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, die Illu müssen nicht für, aber selbst wenn, dealt, ist es ja kein Right-Click-Blattsieger. Also ja, genau.
Also das sehe ich so ein bisschen als Problem. Selbst so dicke, oh, da wird die Illu von der W aber richtig zerstört. Die wusste gar nicht mehr, wo unten und oben ist. Dafür kommt jetzt gerade erstmal der Cask rein. Melodic Rupture, Steilpass, Oracle Ultimate, einfach um Midmon zu retten. Aber an der Seite jetzt, ich hab's so wieder angegangen, Midmon mit dem Jump. Powershot geht hier aber wieder rein. Schaut jetzt mal an, wie lange alleine Japs so überlebt in der Bergmann. Jetzt gerade die Wehr bleibt hier gerade dabei. Und jetzt kommt der Dreimann-Mana-Void von Matu. Ja, also das callen sie doch jetzt, oder? Oh, der Cent hilft hier gerade Thompson nochmal. Puh. Das müssen sie callen, Go Next. Das ist, die sehen keine Sonne mehr hier. Ja, weißt du, und jetzt turnen sie es, weil Husker sich die Sage gekauft hat und Husker OP. Ja. Ja, ich versuche mir halt, wie gesagt, gerade so im Szenario, wie könnte so ein richtig geiler Teamfall für OG aussehen? Aber sie haben halt keine dicken AOE-Spells. Die Wall ist in dem Spiel halt wirklich nicht so geil. Die einzige geile Illu, die du kriegst, ist so ein Anti-Mage, der dir ein bisschen das Mana brennt, aber der blinkt also einfach aus der Wall raus. Du hast keinen Lockdown mit Oracle Spear, also keinen geilen Lockdown. Du dealst kein Damage-Gefühl, Daktil, der mit 16k Net Worth. Ich kann mir eigentlich nur eine Situation vorstellen, in der OG den Teamfight gewinnt. Und das ist, wenn Sai und Matu einfach beide aus ihrem Gaming-Stuhl fallen, sich beide Arme brechen und keine Stand-ins erlaubt sind. Und selbst dann befürchte ich, dass OG das trotzdem verlieren würde. Also. Ja, Top-Lane-Nisha. Ja, da stimme ich dir zu, also. Ja, ich glaube sogar, die könnten das einfach mit ihrem Gesicht einfach, ja, Maus das mit der Nase steuern. Das könnte reichen. Das könnte man mit drei Leuten spielen. Also einfach irgendwie Papi den Anti-Mage spielen lassen und der Witch-Doktor geht auf Auto-Follow. Ja, mit jetzt gerade, ja, der Witch-Doktor drückt hier die Death-Ward. Matus dabei, der nächste Jump gezündet. Saxa nochmal mit dem Jump Richtung Seide. Disarm kommt, aber da kommt Japso, Avalanche Toss, Power-Shot. Und jetzt können sie in Ruhe No-Till in die Fountain begleiten, ne? Also. Was würde wirklich passieren, wenn jemand sich in dem Game verletzt? Also ich kenne das Regelwerk jetzt nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ein Spieler ausfällt, da du ihn nicht ersetzen darfst, in-game durch den Stand-In, du 4 gegen 5 weiterspielen könntest. Ja, man kann, also 4 gegen 5 darf man weiterspielen. Ich weiß gar nicht, ich denke, so einen Fall gibt's. Also, es ist fraglich, ob Krankheitsfälle oder Notfälle im Game. Du darfst halt während dem Spiel nicht wechseln und das Problem ist halt. Ich weiß nicht mehr, welches Game das war, aber letzte Woche hat irgendjemand aus Versehen abandoned in einem Game. Weil er aus Versehen auf Abandon gedrückt hat, sich verklickt hat und sie haben dann tatsächlich das Game noch gewonnen. Weil sie 4 gegen 5 weitergespielt haben. Ja, also 4 gegen 5 darf man weiterspielen, aber. Oder war das nicht so, Chat? Ja. Ah, ich hatte jetzt übrigens gerade auch ingame wieder so ein super Lag, wo es plötzlich 10 Sekunden nach vorne gesprungen ist. Dota TV ist schon ziemlich gute Software. Ah, das war Quincy Crew gegen Crazy und die Offlane von Quincy Crew, okay. Na, hier gibt es jetzt erstmal den Shackle in der Mitte, der Darkseer, Avalanche Toss. Boom, okay, einfach mal. Thompson ist da irgendwie gerade mitgestorben, habe ich gar nicht gesehen. Aber ja, mittlerweile ist das. Oh nein, der Disarm auf Matu, was soll er jetzt nur tun? Ja, verdammt, GG. Ja, also ich denke dasselbe, wenn sich ein Spieler irgendwie aus seinem Gaming-Stuhl fällt oder ja. Krankheitsfall oder irgendwas oder Notfall tatsächlich. Ich glaube, bei Valorant war es letztes so einem ESL gehosteten Turnier. Die können auch, ähnlich wie in Dota, kannst du da das Game nicht speichern. Bei Counter-Strike kannst du ja auf dem Server auf eine Runde genau zurückgehen in den Backup. Bei Valorant zum Beispiel geht das nicht. Oder was bei G2 Esports so, glaube ich, dass einer der Spieler irgendwie einen Todesfall in der Familie hatte und dann natürlich weg ist. Das ist natürlich wirklich bitter, ja. Und ist halt aus der Partie gelieft und dadurch, dass man halt nicht safen, resetten konnte, ja, haben sie dann halt 4 gegen 5 gespielt. Ich denke tatsächlich, so wäre es in Dota auch. Also gut, Todesfall ist natürlich was anderes nochmal als fällst vom Stuhl und brichst dir in-game deinen Arm. Aber ich glaube, dass. Vom Stuhl brichst dir in-game den Arm vor allem. Ja, aber du weißt. Während dem Spiel. Nicht während dem Spiel. Dem Spiel, ja. Die deutsche Sprache ist echt schwer. Nee, aber ich denke, das wäre ähnlicher Fall, weil Dota hat ja seit dem Wechsel auf Source 2 auch keine Möglichkeit mehr, das Spiel zu speichern. Und
wäre ja dann dem anderen Team unfair gegenüber, dass man sagt, oh, dann fangen wir nochmal. Steht gerade 36-5. Leider hat sich Notel den Arm gebrochen. Ja, wir bitte Rematch. Ja, nee, da ist das Regelwerk schon ziemlich klar. Mhm. Bei Infamous Thunder Predator gab es vor kurzem auch das Problem, dass Infamous permanente Disconnects hatte. Die saßen wohl irgendwie zusammen in so einem Gaming-Haus oder ihrem Scrim-Haus. Und ja, die haben alle fünf Disconnects bekommen. Die sind auf einen Schlag alle fünf aus dem Game rausgeflogen und haben es nicht geschafft, innerhalb von 10 Minuten alle wieder zu reconnecten. Ja. Dann haben sie Thunder Predator gefragt, ob sie ihre Pausenzeit benutzen dürfen. Beziehungsweise Thunder Predator hat angeboten, ihre eigene Pausenzeit zu benutzen, damit Infamous reconnecten kann. Weil nach diesen 10 Minuten hätte der Admin tatsächlich Deathwin vergeben für Thunder Predator. Ja. Ja, dann ist Infamous reconnected und hat Thunder Predator besiegt. Ja, also, ja, wobei ich halt das tatsächlich immer so, weißt du, so als aus Sportmann-Manship finde ich halt sowas immer ganz nett, wenn man sagt, klar, wir bieten an, hey, Remake, wir bieten an, nehmt doch unsere Pausenzeit, aber so als Organisatoren-Sicht ist das halt, das ist irgendwie, finde ich, schwierig tatsächlich, weil. Nee, du musst da hart bleiben, das geht gar nicht anders. Ja, der Meinung bin ich halt auch. Also, keine Ahnung, es ist dann nach 10 Minuten halt GG. Ich weiß, klar können die Spieler wenig dafür und Co., aber es ist halt mittlerweile, sind Turniere und Co., ich meine, mit E-Sport ist man halt leider auch immer mal wieder von Vodafone oder Stromanbietern, Internetanbietern abhängig, das ist halt blöd, aber ja, finde es halt auch, es ist halt dem E-Sport nicht geholfen, wenn halt so dann, ja, dann sind die Games einfach 20 Minuten Pause, weil irgendwer da ist und dann gibt's Regeln und dann heißt, ach, ich gebe dir meine Pausenzeit, ach, lass uns noch länger chillen. Finde ich schwierig. Da hängt halt ein Rattenschwanz an Orga dran. Du kannst nicht einfach sagen, wir warten jetzt 20 Minuten, weil das eine Team gerade noch am Rauchen ist oder so. Ja, genau. Dir gucken da zehntausende Leute zu. Du hast große Werbesponsoren am Laufen. Ja. Das gibt einen festen Timetable. Ja, genau. Ja. Deswegen bin ich auch dümmer. Ich hatte damals ja schon gecastet. Es gab ja vor 4-5 Jahren, diese Riesenzeit, wo die ganzen Pros und Co., also nicht nur in Dota, auch in CSGO und so, wo alle gedidost wurden, habe ich teilweise BO3s gecastet, haben 6 Stunden gedauert, weil immer gesagt wurde, ja, wir warten jetzt noch länger und Co. Ich erinnere mich, glaube ich, auch an einen Vorfall, da wurde auch vom TI-Quali das North American Game Nummer 5 wurde auf den nächsten Tag verlegt, weil es da irgendwie Probleme gab und Co. Das ist halt, ja, wie du sagst, zieht halt einfach einen super Rattenspanz hinterher. Ich weiß noch, in der Zeit habe ich teilweise ein BO3 hat 5-6 Stunden gedauert, weil da hat man Stand-in rein. Und das war zu der Zeit, wo man noch reloaden konnte. Da haben die Teams dann teilweise, ja, wir gehen raus, holen ein Stand-in, spielen mit dem weiter, wieder gedidost. Hm. Das ist halt schlimm. Ich kann mich noch sehr gut an das Finale von der ESL Frankfurt 2000, ja, weiß ich nicht mehr genau, 16 oder 17 erinnern. Das war ein BO5, da gab es technische Probleme. Und ich bin, glaube ich, nach dem ersten Game in den Zug gestiegen und 2,5 Stunden nach Hause gefahren. Konnte mir trotzdem aus diesem BO5 noch 3 Games zu Hause auf dem Sofa angucken. Also dieses gesamte Finale hat irgendwie so, keine Ahnung, 6 oder 7 Stunden gedauert. Das war komplett abgefahren. Ja, genau. Ich glaube, das war nicht mal das längste Finale, was ich jemals gesehen habe. Ja, ich glaube, es war sogar eins der Games. Ich glaube, das hatte ich sogar entweder gesehen oder gecastet. Das ist immer so schwierig zu sagen. Aber ja, das ist lange her. Ja, das hat, ich glaube, da hatten wir sogar drüber geredet im Nachhinein, dass du sagst, du fährst jetzt heim und dann hat man sich irgendwo in einem Chat oder so getroffen und plötzlich. Ja, kann gut sein. Ja, aber ich erinnere mich an die Story auf jeden Fall. Na, aber gut, ich meine, Glück, um kurz zum Game zurückzukommen, für Secret hat sich keiner mitten im Game beide Arme gebrochen, sind die einfach mit 36-5 drüber gefahren und ich bin mal gespannt, ob OG jetzt das nächste Game drafttechnisch ein bisschen seriöser nimmt. Ich meine, so an den Picks, bis auf den Huska sehe ich jetzt auch nicht, sie haben den Spirit Breaker im Turnier schon öfter gespielt, Thompson spielt mit der E, worauf er Bock hat, Darkseer ist nichts Neues, Oracle, so von den Helden kann ich jetzt noch nicht wirklich OG vorwerfen, es sind so Helden, die sie nie spielen, wo sie so, oh, was tut dieser Spell? Bara-Charge. Also es ist also schon eher so, aber ja, wie du sagst, das Line-Up war irgendwie nicht geil. Ich kann mir hier nur vorstellen, dass die versucht haben, entweder gegen den Anti-Mage
zu cheesen, indem sie sagen, ja, wir stellen jetzt den Anti-Mage, wir stellen dem Anti-Mage einen Huskar entgegen auf die Sidelane, dann farmt der Anti-Mage nicht. Deshalb picken wir jetzt diesen Huskar. Dann kommt aber irgendwie dieser Bloodseeker-Draft raus. Dann denken sie sich, okay, Mist, unser Huskar ist gecountert. Damit wir jetzt diesen Bloodseeker irgendwie unter Kontrolle halten, laden wir den Huskar gegen den Bloodseeker, damit der zumindest in dem Game nicht eskaliert. Warum sie jetzt eine Drow Ranger Mitte gepickt haben, vielleicht wollten sie auch den Huskar in der Mitte haben und haben dann, das kann natürlich auch sein, dass sie original den Huskar für die Mitte gepickt haben, dann auf den Last Pick WR, weil der Huskar so heftig gecountert wird dadurch, Thompson in die Mitte gestellt haben. Und dann war halt irgendwie die einzige Lane, die noch zur Verfügung stand, die Safe Lane. Ja. Ich glaube, Offlane hätte Midorn mit dem Huskar auch keinen Spaß gehabt. Ja, ja, aber das ist dann halt auch kein geiler Draft oder kein geiler Huskar-Pick, wenn du auf den Last-Pick halt so gecountert wirst. Das ist, ich stimme dir zu, den Gedanken hatte ich auch schon mit dem Verschieben. Aber das ist halt dann... Nee, es muss sogar so gewesen sein, weil Huskar war nach Bloodseeker gepickt, schreibt One Pride Detroit bei mir gerade. Und... ja. Das macht einfach keinen Sinn dann, außer du merkst, mein Huskar ist in der Mitte halt so heftig gecountert, das ist ja durch WR. Und ja, dann musst du die Lanes irgendwie umstellen. Das stimmt, aber das ist halt trotzdem eher so ein Draft, wenn du halt so gecountert wirst, was man, sag ich mal, von OG selten kennt, ja. Ich immer relativ clean Drafts haben und Co. Also da wollte man auf Teufel komm raus irgendwie sowas mit dem Huskar Draw probieren und ist halt dann, wie du sagst, voll in den Counter reingelaufen. In die Situation zu geraten, ist ein Draft-Fehler meiner Meinung nach. Ja. Definitiv und spricht so ein bisschen dafür, dass OG halt hier lieber was probieren wollte, weil, weiß ich, man kennt das Team auch aus schon zwei True Sides, also die machen selten Fehler im Draft, wenn sie top vorbereitet sind. Aber gut, wie bereitet man sich darauf vor, wenn Secret einfach sagt, lass mal Bloodseeker picken? Das war ja nicht das Problem in dem Game. Also der Bloodseeker hat schon gut funktioniert. Das Problem ist, Last Pick WR ist unsterblich gegen das Lineup von OG. Das war, und man sieht, Nisha hat 12-0, also. Definitiv. Ja, ich bin mal gespannt auf Spiel Nummer 2. Ich hoffe, das wird jetzt endlich mal eine spannendere Serie. Wird mal Zeit, dass wir nach 6 Games auch mal eine richtig ausgeglichene 120 Minuten Dota zu sehen bekommen. Bisher sind wir davon eher so ein bisschen weit entfernt. Ja, ich hätte dann doch mal gern so ein Game, was über 30 Minuten geht. Das wäre heute dann irgendwie doch etwas spannender. Ja, aber dann wiederum... eigentlich sollte das Ganze hier bis 22, 23 Uhr gehen und es könnte sein, dass wir auch mal... Soderlichen, meine lieben Freunde, und vielen Dank, Ostfriese, für deinen Resub. Lange, lange Zeit ist her, aber trotz alledem insgesamt 7 Monate jetzt schon am Start. Und wir gucken gleich rein in Partie Nummer 2. Wir haben Team Secret gegen OG. Spiel Nummer 2 steht aktuell 1-0 für OG. Gerade tierisch Angst bekommen, ey. Huiuiui. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Nee, nicht wegen dir. Ich habe meinen Mikrofonstecker rausgezogen und dachte, mein Mikro ist gerade abgeraucht. Das wäre sehr traurig gewesen. Das wäre es wirklich, weil jetzt haben wir endlich die erste richtig spannende Serie des Abends, habe ich gehört. Ja, bist du dir sicher? Wir haben direkt mal die Ansage von Secret. Ja. Der Last Pick wurde zum First Pick. Ja, also Windranger, First Pick. Finde ich tatsächlich gar nicht so unsmart, weil ich glaube, an Seiten Secrets kann sowohl Sai als auch Yapsa so eine Position 4 Windranger spielen. Also könnten die jetzt gleich von Anfang an tatsächlich OG ein bisschen in die Falle locken. Bandtechnisch tatsächlich, dass sie sich am Ende von Game 1 predicted haben. Sie lassen sich hier auf keine Experimente ein. Und das streicht vielleicht so ein bisschen so, was du gesagt hast, so Secret spielt, um zu gewinnen, um Gruppenerster zu werden. Und das merkt man vielleicht auch an der Seriousness des Drafts und wie auch Spiel 1 umgesetzt wurde. Oh Gott, das ist der Oracle First Pick. Bitte pick keinen Huskar. Nee, jetzt gibt's Oracle Bloodseeker. Jetzt haben sie ja gesehen, wie es geht. Ja, dann versuchen sie den Right-Click Bloodseeker zu spielen und es geht total in die Hose. Oder Oracle Core, der dann einfach mit Purifyschen. Das klingt eigentlich ziemlich geil. Oracle mit der Spellamp, der dann einfach hinter dem Gegner herläuft und ihn wegnimmt. Also bis der BK... Oh boy, sie lieben ihren Bloodseeker. Ich pack's nicht. Das gibt's ja nicht. Ich find's aber interessant, vor allem Secret ist eigentlich ein Team, wo man es hätte, finde ich, ein bisschen erwarten können. Weil Secret hat doch schon einen alten Bloodseeker als eins der wenigen Teams das immer stimmt, mal wieder auf der Offlane gespielt.
Ich meine, es ist ja auch kein schlechter Offlane-Hero. Er hat so viel Potenzial, den Gegner-Core zu zonen, einfach nur indem er permanent Bloodrite spammt. Du musst da halt jedes Mal rauslaufen oder du tankst massiven Damage. Genau, und wenn du massiven Damage tankst, dann wird der Bloodseeker irgendwann gefährlich. Ja, er ist halt nicht so einer dieser Oldschool-Offlaner, der dann Magnus, ein Darkseer, ein Tide, der dann reinspringt, er drückt und den Fight gewinnt. Das ist halt eher so ein Offlaner, der halt wirklich ja, noch einen anderen Core braucht, der vorne ein bisschen was macht, der aber halt den Gegner Carry, wie du sagst, gut aus der Lane drücken kann und auch davon profitiert, wenn deine anderen Lanes stark sind, was sie halt mit einer Windranger potenziell sein können. Elder Titan picked by OG. Könnte das so ein bisschen eine Antwort sein auf den Bloodseeker? Ich weiß nicht, ob das irgendwas ändert. Ja, da bin ich mir tatsächlich auch nicht sicher, ob das die Antwort ist. Also Oracle Elder Titan, zumindest mal wieder ein interessantes Support-Duo. Ich nehme an, dass es Support, dass Elder Titan Offlane, die Zeiten sind ja eigentlich schon seit gefühlt 5 Jahren vorbei. Wobei, wer weiß hier gerade. Aber ich sehe auch nicht so ganz, wie Elder Titan die Antwort auf Bloodseeker oder Windranger sein kann. Du hast jetzt ja wieder 2 Supports mit einem relativ unguten Stun. Also der Bind von Oracle ist schon geil, aber der kann den Gegner halt auch erst in der Fountain treffen. Und Elder Titan auch mit seinem Stomp ist jetzt auch nicht so der reliable Stun, den ich gegen 2 Ferraris wie Bloodseeker und Windranger unbedingt haben will. Also da muss definitiv noch was kommen, was ein bisschen AOE-Control bietet. Ja, ich meine, die Aura von Elder Titan ist natürlich auch sehr, sehr gut. Aber wie du schon gesagt hast, ich habe hier Bedenken, dass sie einfach keine Spells treffen werden gegen WR Bloodseeker. Aber naja, mal schauen. Ja, ich meine, vielleicht irren wir uns ja auch beide und das Ganze geht auch in eine ganz andere Richtung. Ich meine, mit Elder Titan kann man viel machen. Secret Band hier aber jetzt halt auch schon sowas wie den Faceless Void, um zu verhindern, dass da... Ja, Elder Titan Stomp Ultimate in die Chrono reinkommt. Und auch Ember's Build wird gebannt. Ja, Secret sieht halt genau, was das Problem ist. So ein bisschen fehlende Control. Und was bannen sie? Sie bannen die Meta-Helden, die halt aktuell jetzt gerade gute AOE-Disables haben oder auch Long-Range-Disables. So Void, Ember's Build mit seinen Fists into Chains kann gute Long-Range-Disables schmeißen. Also Secret ist da schon so auf ein paar Cheese-Dinger vorbereitet, so wie ich das sehe. Ja, also so, es ist immer schwer zu sagen nach den ersten 2 Picks, aber Secret wirkt hier drafttechnisch trotz des seltsamen Bloodseekers Picks auf jeden Fall gut fokussiert und haben hier einen guten Gameplan. Naja, ich meine, wenn du im ersten Game mit der Strategie drüber fährst, warum nicht nochmal picken? Soll doch der Gegner sich drum kümmern, die Antwort zu finden. Also, wieso von dem abweichen, was funktioniert? Never change a running system. Ja, noch Sven wird jetzt gebannt. Ja, also alles Cores mit Disable müssen hier raus. Während auf der Seite von OG Enchantress, Venge, relativ starke Lane-Supporter werden hier gebannt. Also OG möchte ein bisschen mit ihren Bans die Lanes schwächen auf Seite von Secret. Und Secret nimmt so ein bisschen die Initiate-Möglichkeiten mit Cores. Und... Ja, bin gespannt, wohin soll das Ganze gehen für die Jungs von OG. Die Frage ist nur, kannst du dir aktuell auch so eine Offlane-Support-WR fest vorstellen? Weil ich fände es sonst schon dreist, so Mitte und Offlane in den ersten beiden Picks hier einfach rauszuhauen. Naja, es ist halt ein Flex-Pick, du kannst den Held ja überall hinstellen. Position 4 WR habe ich schon relativ oft gesehen, tatsächlich. Also Position 4 WR, nein. Doch! Das ist ein Witz. Oh, das ist doch einfach ein Witz, oder? Also. Ich fand der Huskar schon gut die funktioniert. Die mimen doch jetzt. Also. Die mimen doch jetzt. Ich bin mir nicht sicher, was hier jetzt passieren wird. Wie confident muss man sein, um nochmal Huskar zu picken nach so einem Game? Jeez, turn.
Puh, ja. Und Chen kommt jetzt erstmal als Antwort. Also ich habe auch keine Ahnung. Vor allem wieder Husker Oracle. Und ich weiß nicht, wenn... Ich bin komplett sprachlos von dem, was OG hier gerade draftet. Wenn sie jetzt halt nicht jetzt das absolute Ass im Ärmel haben. Ich denke mir halt gerade, weißt du, im letzten Game hat anscheinend die Windranger irgendwie nicht so geil funktioniert gegen Husker gelaned. Deswegen dachte man sich, stellt man den Husker auf die Sidelane. Und jetzt denkt man sich, oh, die Gegner Windranger, Sidelane Husker, ja, müssen wir dann spielen, wenn wir ihn picken. Ja, dann lass wieder Sidelane Husker picken. Wieder gegen Platzsieger. Also ich. Die Frage ist doch. Also was passiert jetzt hier? Der Husker ist ja absichtlich nicht in die Mitte gegangen, weil er gegen VR auf keinen Fall die Lane gewinnen kann. Aber wo stellst du den Husker jetzt hin, wenn du die Tri-Lane pickst? Aber du willst doch keinen Husker Tri-Lane. Also in die Agro-Dual-Lane, wie auch immer. Du spielst irgendeinen Count. Du spielst Invoker. Moment, jetzt spielen sie noch Invoker. Das ist der nächste... Der nächste Held, der von WR komplett gecountert wird. Was ist denn hier die Taktik? Einfach so viele Helden picken, die scheiße sind gegen WR, dass WR nicht alle Lanes gewinnen kann. Ja, vielleicht dachte man sich, hey, die Nisha WR, wir haben da bei dieser 16-0-Performance ein paar Schwächen erkannt. Die usen wir jetzt richtig hart ab, indem wir alles Anti-WR-Helden picken. Ich habe keine Ahnung. Lifestealer jetzt erst noch von Team Secret. Oder die Ja, du okay. Hast eine Idee. Okay. Ich könnte mir jetzt... Nee, das macht auch keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Ich habe mir jetzt kurz gedacht, dass vielleicht die First Pick WR schon so heftig auf der Support-Rolle eingeloggt ist, dass OG jetzt keine Probleme damit sieht, zwei Helden zu picken, gegen die WR in der Mitte gut ist. Weil sie eh davon ausgehen, dass die WR nicht Mitte lane. Aber dadurch, dass wir jetzt schon den Chen-Pick haben, ist das doch eigentlich eine ausgemachte Sache, dass es eine WR-Mitte wird. Ja, warum sollte man Chen Pros 5 einfach mit dem Lifestyle? Ja, genau. Aber warum sollte man denn jetzt noch... Jetzt kann eigentlich Sigurd doch eine Pros 4 picken, meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Oder sie picken halt irgendwie... irgendeinen Helden, der sowohl Mitte als auch Post 4 gehen kann, der Mitte gut steht oder generell in der guten Lane. Ich meine, wenn du WR Core spielst, kannst du ja nichts verkehrt machen. Irgendwie, selbst wenn sie nicht Mitte ist und du was anders spielst, dann lanest du sie irgendwo gegen den Husker oder einen Invoker. Und der WR geht ja auch Offlane. Dann stellst du die WR Offlane gegen den Safelane-Husker oder Mitte. Das heißt, Secret, wenn sie es ganz smart machen, picken sie sich jetzt irgendwas, was sie vielleicht Post 4 und Post Mitte spielen können und entscheiden dann je nachdem, wie es OG macht. Also, ich weiß nicht. Da ich hier zum ersten Mal bin und mir die Stimme so bekannt vorkommt, ist das der gleiche Caster, der auch eSport 1 Dota castet. Das ist tatsächlich der gleiche Caster, ja. Boah, geil, ich bin berühmt aus Funk und Fernsehen. Erkannt, Alex. Holy moly, das ist mir jetzt schon öfter passiert. Es schauen anscheinend wirklich Leute mir im Fernsehen zu. Holy moly. Das ist doch toll, oder? Also, das finde ich echt nice. Ja, finde ich auch nice. Ich habe ja leider keinen Zugriff auf den Kanal. Ich würde es ja so gerne mal gucken, aber... Ja. Außer er schreibt jetzt, er schaltet immer ab, wenn er mich hört und schaut nur wegen den englischen Casts. Dann ist viel Batman. Aber ja... Wenn er jetzt noch nicht abgeschaltet hat, ist wahrscheinlich okay. Ja, aber nein, tatsächlich bin ich das. Und ich bin auch morgen und Sonntag wieder bei diesem Sender und kommentiere die ESL von Thailand, glaube ich. Ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, aber... Bin da immer noch auch aktiv. Tut mir leid, ban mich ruhig. Oha, die Pay-to-View-Konkurrenzveranstaltung. Ja. Ja. Ja, also. Wir haben sogar noch mehr MMR-Kompetenz mit Jomon als mich, glaube ich. Ach stimmt, Jomon macht da ja auch mit. Ja, genau, Jomon ist aktuell so mein Main-Mensch hier. Bezahlen die euch besser, als die ESL uns bezahlt? Darfst du natürlich jetzt nicht sagen, aber... Zwinker einmal, wenn es so ist. Und was ist, wenn ich jetzt zweimal gezwinkert habe? Dann ist es nicht so. Oh, okay. Ich mail dir dann die Zwinker-Selfies dann zu. Nee, aber jetzt kurz zurück zum Draft.
Enigma ist gebannt und Nature's Prophet. Und OG bannt Arkwarden und Puck. Also, ja gut, den Puck-Ban bannen sie halt, weil sie den wahrscheinlich Mitte und Support spielen können. Arkwarden verstehe ich nicht ganz. Nur sie gehen immer noch davon aus, dass es ein Support-WR werden wird. Vielleicht wird es auch eine Support-WR werden. Also, warum nicht? Ich meine, Secret hat hier... Nö, ist eine Mitte-WR. Keine Ahnung, warum sich OG jetzt so sehr auf diese Support-WR versteift. Oder anderer Grund fällt mir nicht ein, warum man hier Arkwarden bannen sollte. Weil die Lanes sind relativ klar und das ist der Post 4 Last Pick, so wie ich es predicted habe. Ja. Ja, vielleicht und der Gedanke, dass halt Huska einfach, wenn er irgendwen anjumpt, dann kommt die Bubble gut gesetzt, dann muss sich repositioning, was du halt nicht willst. Ich weiß nicht, da kenne ich mich mit Huska zu wenig aus, kann mir schon vorstellen, dass Arkwarden dagegen schon eher ungeil ist, aber ja, und okay, das ist also, das ist ein Core Elder Titan und okay, man pickt einfach, man pickt in der zweiten Phase einfach mal dreist zwei Helden, die von WR richtig hart zerstört werden, um dann mit dem Last Pick Grimstroke den Draft zu beenden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich davon so überzeugt bin. Ich habe schon mehrmals gesagt, dass ich eigentlich Pro Teams nicht flamen will, aber Huska und Invoker in einer Draftphase zu picken, gegen den absoluten Counterpick im Gegnerteam. Ja, keine Ahnung. Ja, vor allem, ich verstehe es halt nicht. Also, ich weiß nicht, was der Gedanke ist. So, weil OG hatte das eins der besten Tools, die man im Draft hat, den Last Pick. Da denkt man sich so, okay, Invoker, Huska, die Gefahr ist zu groß, dass diese beiden Helden in der nächsten Phase gebannt werden. Lass uns den Grimstroke lieber Last Picken. Also ich bin mir nicht sicher, ob das so... Ich meine, es wirkt so ein bisschen so OG, die wollen einfach so ein paar Sachen tryen und Spaß haben, so klassisches OG-Manieren. Ja, also, vielleicht ist das jetzt der Draft, der, aber nachdem sie im letzten Spiel halt 36-5 zerstört wurden, ne, mit dem Huska, ich weiß nicht. Wenn OG das hier jetzt nicht 40-0 gewinnt oder so, dann nehmen die das hier nicht so, dann sehe ich den Draft nicht so ganz, muss ich gestehen. Vielleicht dachte sich OG auch, ah shit, wir haben einfach zu viele Fans. Lass mal bitte kurz unsere komplette Fanbase zerstören, indem wir nur Müll picken. Aber nee, also... Jetzt mal ganz ernst gemeint, der Grimstroke ist hier schon ein sehr guter Held. Der ist richtig krass, also mit Huska zusammen. Wir haben ja gesagt, sie haben Grimstroke nicht so den Ulti. Geil. Ja, jetzt nicht nur mit Huska zusammen. Grimstroke Ulti ist einfach ein krasser Counter gegen so Helden wie Lifestealer, WR Bloodseeker. Das ist eigentlich gut gegen alle Helden hier. Ja, ich meinte jetzt eigentlich so tatsächlich auch wegen der Kombination mit Inkswell. Du hast da halt schön den Jump mit Inkswell, kannst die Gegner dann auch ein bisschen gut getimt auf stunnen. Aber das hatten wir auch so ein bisschen gesagt mit Oracle ET. Das ist jetzt nicht so das Duo, was super viel Control aufbaut. Ja, also um es zumindest mal so sachlich zu betrachten. Sie haben mit Invoker genau den Helden eigentlich, den wir gesagt haben, brauchen sie irgendeinen Chor, der Control ausüben kann, disablen und Topsen Invoker kann das, auch wenn wir den Draft gerade nicht so sehen. Sie haben mit Grimstroke nochmal einen guten Disable, ich meine Soulbind auf die WR plus einen Helden, dann läuft die auch ohne einen Disable nicht weg. Also mit Windrun läuft die dann nicht weg, wenn da Soulbind auf Mate ist, der nicht hinterherkommen kann, was so gesehen auch gegen Bloodseeker und WR, sag ich mal, eine Art von Disable sein kann. Also so, ich sehe den Grimstroke und den Invoker hier schon, ich bin halt jetzt nicht überzeugt, dass man sagt, geil, lass nochmal einen Sidelane Husk mit, ist die Waffe bei dir auch buggt, dass er gar keinen Speer in der Hand hat, wie im letzten Game? Ja, er hat nur den Dagger in der Hand oder den Sichel, was auch immer das sein soll. Na, okay. Sieht ein bisschen aus wie ein Slark. Ja, und ja, oh, da kommt wieder der Disarm hier, um die Rune zu securen. Aber von der Seite ist schon wieder Papi und drückt hier ordentlich Damage rein. Yapsor, slow, mid one. Ja, was? Wir haben halt wieder Huska mit Disarm, mit Inner Fire auf Level 1 gegen Bloodseeker. Also wir werden halt jetzt die Lanes genau so wieder sehen, vermutlich wie im ersten Game. Ich glaube nicht, dass sich hier irgendwas ändern wird. Secret Tri-Lane das sogar, warum sollten sie auch nicht? Bis jetzt haben sie nur den ET unten gesehen. Dass Saxa jetzt runtertippiert ist, wissen sie nicht. Sie können aber jetzt jederzeit einen Support nachtippen. Matu wird... Sollte absolut leichtes Spiel haben gegen den Elder Titan auf der Lane. Auf dem Papier sind die Lanes alle gewonnen. Von Secret.
hart. Ja, absolut. Deswegen steht der Lifestealer uns gerade erstmal alleine unten. Also ich bin halt mal gespannt, weil Thompson Invoker ist halt ja, nicht umsonst der Mann, der in einem Team mit Samael und mit Wanda zusammen die Mitte spielen kann. Also Thompson ist schon in den letzten 2 Jahren bei OG einer der besten, wenn nicht der beste Midlaner der Welt. Auch wenn ich persönlich eher ein Fan von Midwand bin, aber das ist dann eher so Präferenz. Vielleicht kann er jetzt gegen Nisha ein bisschen mit Invoker mehr machen. Ich meine, er weiß, wie Nisha spielt. Und sie werden sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Wie du es so im Draft sagtest, die wollten anscheinend der Secret fix auf diese WR-Mitte festnageln. Und vielleicht ist das der Grund. Auf die Support-WR dachte ich, wollten sie festnageln. Indem sie 2 Helden picken gegen die WR super in der Mitte lehnt? Ja, weil sie ja davon ausgegangen sind, dass es keine WR-Mitte ist. So habe ich das gemeint. Ja, nee, aber ich meinte, vielleicht war der Plan mit diesem Huska-Pick und Invoker, dass man sagt, okay, wir wollen Nisha in der Mitte haben, weil, keine Ahnung, Thompson das Matchup kennt und sagt, puh, eigentlich funktioniert das nicht, aber er zieht die WR in der Mitte komplett aus. Also, so jetzt Gedanke von mir, aber das sind halt viele Wenns und Aber. Verstehe ich jetzt nicht. Tut mir leid. Ja, immerhin. Ich raff's gerade nicht. Ach, alles gut. Vielleicht verwirre ich mich auch selbst. Vor allem verwirrst du mich. Ja. Ja, also, das ist so ein klassisches Mitte-Matchup. Normalerweise, als noch viel Exod Invoker gespielt haben, war das ein absoluter Free-Win, weil ein Exod Invoker macht nichts gegen eine WR. Das Matchup Quas-Vex Invoker gegen WR ist ein kleines bisschen mehr balanced. Auch da sehe ich WR immer noch vorne. Aber Thompson hat hier zumindest die Möglichkeit, irgendwie mit Tornado noch Windrun zu purgen. Ja, Botlane jetzt gerade Puppy. Ja, der Elder Titan, der dealt schon Schellen. Plus 50, einfach mit dem Spirit. Da bin ich auch mal gespannt. Der Core-E-T. Weiß ich, hast du ihn in letzter Zeit mal wieder gesehen? Was ist das so der Bild, außer Heaven's Hellbart, wie auf jedem Helden aktuell? Ich glaube, den hat OG letztens schon mal gespielt. Wichtiges Item ist natürlich das Agar, früher oder später, damit du diese Juicy Free BKB bekommst. Toplane mit One, Inner Fire, aber schöne Telekinese. Und Sai bekommt hier den nächsten Kill. Geht hier sogar noch weiter, will No-Tail bekommen. Und Rocket für den Dive von ihm. Nimmt den Kill mit. Ja, Salve einfach gedrückt bekommen währenddessen von Yapzor. Und Doppelkill. Ganz gefährliche Flashbacks gerade. Du meinst vom letzten Game? Ja, ja, das ist PTSD, was sich hier anbahnt. Ja. Ich sehe auch mit. PTSD, nicht Team. Ich sehe jetzt einmal, mit Midwand stirbt und dann disconnected der an Abaddon aus Versehen. So viel Spaß hat er, glaube ich, gegen den Fall. Das ist ein Best of 3. Nur das Finale wird Best of 5 gespielt. Genau, auch wenn OG und vs. Secret sich nach Finale anhört, aber wir sind hier quasi noch in der Gruppenphase und die Playoffs, glaube ich, finden dann im Verlauf der nächsten Woche statt. Nisha jetzt gerade in der Mitte, der drückt hier schon gut Damage gegen Thompson, ne? Und kontrolliert hier damit auch die Double Damage Rune. Thompson muss ein bisschen aufpassen, wenn Nisha da so einen Snipe ansitzt, aber nee, da wastet er nicht sein Mana. Und ja, Toplane Sai, der farmt halt das Small Camp, der farmt die Lane, der hat 25 Lasted Sai. Das erste Game war ein Win for Secret, weil es der 23 Minuten Win, glaube ich, war. Und ihr müsst immer dran denken, diese Sets werden nicht an festen Zeitpunkten gespielt. Genau. Also das nächste Set wird gespielt, wenn das vorige Set vorbei ist. Das bedeutet, je schneller die Sets durch sind, desto schneller kommt auch das nächste Game. Genau. Die warten nicht auf den nächsten Slot. Die werden vorgezogen. Genau, die einzigen Turnierorganisatoren, die da noch relativ warten. Top, wie du sagst gerade. Yapzor kriegt hier zumindest No-Tail. Der nuked und hielt sich hier gerade. Ein Hit. Nee, kommt tatsächlich noch raus. Der einzige Turnierorganisator, der regelmäßig auf seine Series wartet und sie zu festen Zeitpunkten hat, ist die ESL tatsächlich. Was normalerweise am meisten Turnieren tatsächlich nicht in Rolling Schedule, aber bei der Omega League, wie du sagtest, geht's hier nach und nach. Schöner Trick hier quasi mit Chen. Lifestealer geht back to base, hielt sich und wird dann von Chen hergerufen. Oh, Matu hat hier eine ganz stabile Lane, steht 22-7, 18-10 von den Elder Titan. Der dürfte hier ganz zufrieden sein.
Aber also die Toplane, Sai, hat 31 CS. Ja, sieht einfach wieder ja, genauso no aus. Nisha hat rotiert. Na. Es sieht genauso aus wie davor. Nisha kommt einmal auf die Lane, holt sich hier einen Kill, ja. Geht da weiter, tippt sich zurück in die Mitte. Da hatte der Chen noch nicht sein Divine ready. Divine Favor hat er mittlerweile super hohen Cooldown. Die Rune spawnt aber top. Ungünstig für Nisha, der hat jetzt eine leere Bottle. Aber auch kein Beinbruch. Naja, aber man muss zumindest sagen, Midwon farmt bisher ganz gut. Also 31 Last Hits, geht hier auch auf Doppelbracer, Helm of Iron Will, also wieder das Armlet. Ist ja so der klassische Way of Life. Und zumindest muss ich sagen, der ET auf der Botlane, der farmt hier auch richtig gut. Also Matur hat zwar gefühlt Free Farm, aber auch 26 Last Hits auf dem Elder Titan. Wir sind dieses Mal nicht nach 6 Minuten auf 4K Networth Unterschied. Nee, bis jetzt ist nur 1K, also scheint ein bisschen mehr even zu sein. Aber wenn wir uns den Networth angucken... Ja, sei okay, tschüss Huska. Ja, dieses neue Rubik-Bild, dieses 1-3-1, ist halt so widerlich, wenn auf Level 5 der Rubik dir da plötzlich einmal 250 Damage drückt. Und Midborn, eigentlich muss er damit rechnen, der hatte sogar noch einen 9er Stick bereit und fällt hier trotzdem. Berserk Blood gibt ja nur noch Reachen. Botlane jetzt gerade Matu, geht in Rage, aber Sepp ist hier gerade im Super-Brawler-Modus. Einfach Telekinese zurück, die Domination kommt. Matu ist am Leben mit den Faceboots, geht jetzt gerade nochmal nach vorne. Und Saxa, Sepp werden hier ja, jetzt einfach beide. Was tut OG denn hier? Also Yapsor ist Minute 6, Minute 7, Level 6 auf Rubik. Wow. Das war eine nette TP auf die Botlane. Ja. Die zwei Kills noch secured. I don't know. Ja. Aber was wundert dich an diesem Rubik-Bild? Das ist eigentlich der absolute Standard-Rubik-Bild. Hast du den schon jemals anders gesehen? Nee, ich wollte es eigentlich nur sagen, zu dem Zeitpunkt halt eigentlich. Er ist jetzt Level 5, 1, so. 3, 1, der drückt so Damage. Ja, ja, das wollte ich eigentlich. Viel XP. Ja, vielleicht, oh, jetzt gerade in der Mitte Nisha. Topsen. Nisha, EMP kommt durch. Yapsor geht hier nochmal raus. Nisha mit dem Powershot wird hochgewirbelt. Reicht tatsächlich für den Kill auf Nisha. Also dieses Mal keine zu Null-Performance von dem polnischen Wunderkind. Und Yapsor hat halt einfach X-Well gestohlen und geht hier rein. Sepp kommt aber von hinten mit der Aura. Hat jetzt 150 Bonus-Damage, aber Sai läuft halt einfach weg. Und jetzt sehen wir Problem Nummer 1. Wo sind die Disables, OG? Ja, Disable wurde gerade in der Mitte getötet, leider. Ja, und Arco, letztes Game hat Sai auch schon Vale gebaut. Wir hatten uns das vorhin, glaube ich, bei Zimmy im Chat sogar durchgerechnet. Das Ding ist halt, zusammen mit Bloodred kriegst du später einfach mal eine Magie-Amplification von fast 50%, entweder auf deine Spells oder auf Team, mit jetzt gerade Saxa gegen Seeker, Tornado EMP, der Silence ist hier weg, Cold Snap kommt hier nochmal durch, der Chen ist jetzt gerade da, aber der Level 4 Chen, der tut halt, lebt. Boah, er lebt halt tatsächlich. Also es läuft ein kleines bisschen besser für OG, sie haben ein bisschen mehr Control aus der Mitte raus. Trotzdem habe ich das Gefühl, wir gucken hier gerade eine Wiederholung, weil Matu sitzt auf 4000 Networth, ist absolut ultra-free. Alle drei Cores. Na, Blattseeker fällt jetzt ein kleines bisschen zurück. Aber generell die Cores schon online wieder 2k Networth-Lead für Secret. Mal gucken, ja, ob sie es gleich wieder so ausbauen können. Ja. Was hältst du euch von dem neuen Bild, was ich jetzt auch in der Pro-Szene mit dem Kill auf Midwon 1-4, ja, der hat wirklich Flashbacks gerade und zwar nicht die guten, ne? Also, Nisha, der Why, kommt... Why, Midwon? Ja. Warum verkrüppelst du dich mit diesem Pick? Ich versteh's nicht. Nee, aber er hat die Schaufel dabei, das ist ja schon mal etwas. Generell, was man ja, auf der Botlane auch... Ja, das ist ein tolles Support-Item, das lohnt sich wirklich für ihn gerade. Ja, was, wovon halte ich wissen? Ja, erstmal zwei Sachen, was ich sage, oder eine Sache, was ich sagen wollte. Ich habe Grimstroke-Pick ja gelobt. Man muss aber sagen, gegen Lifestealer ist der Held eigentlich nicht so geil, weil sowohl Inkswell als auch den Silence kannst du halt beides mit dem Rage loswerden, na? Weil der Bird zu langsam fliegt und du einfach ihn wegragen kannst. Generell wollte ich dich aber gerade fragen, was du von dem neuen Armlet-Bild auf Lifestealer hältst. So früher war ja eher wieder dieses Maelstrom super in Mode. Seit das aber richtig genervt wurde und auch die Mal, dass jetzt noch nicht super in Mode ist, geht man ja wieder auf Lifestealer, wieder auf das klassische Armlet-Desolator draufhauen, Destroyen-Bild. Was so deine Meinung dazu ist? Ein großer Fan von draufhau-Lifestealer. Face-Armlet-Deso ist...
wenn du den Space dafür hast und relativ früh fighten willst, absolut der Build. Finde ich super, super gut. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, dass Leute Midas into Armlet bauen oder auch umgekehrt Armlet into Midas schon gesehen. Einfach damit du fighten kannst und trotzdem aber deinen Farmspeed aufrecht hältst. Aber in dem Game hier ist Armlet into Deso wahrscheinlich... Also die Spiel gegen den Elder Titan und einen Huskar. Minus Armor ist King hier. Absolut. Ich meine, der E.T. hat schon Drums und Faceboots fertig, hat trotzdem nur 9 Rüstung. Ja, und Botlane, Matu, Papi war als Support dabei. Saxa, Open Wounds keiner. Doch jetzt hat er das Mana und ja, Yapso. Okay, da kann man mal Yapso vorbei, stealt sich den Kill. Ja, wir hatten es heute ja schon mal gesagt. Game entscheidend. Old Thompson in der Mitte spürt die Macht des Counterpicks. Ja, und jetzt kommt Powershot. Und oh mein Gott, es reicht nicht! Es war kein Fehler, es war eine kranke Bait mit der Fairy Fire. Ach du Scheiße. Wow. Gespielt von Thompson. Wow, das war jetzt schon ein krasser Bait. Ja, was Counterpick, schau. Man muss den gegnerischen Counterpick nur in den Tier 1 Tower Dive gegen 3 Helden locken und schon tötet man die Wehr. Alles easy. Matu jetzt aber gerade in der Mitte, kriegt aber erstmal den Disarm. Linkswell von Yapso reicht da nicht. Also zumindest weiß Midborn, wie er Inner Fire gut nutzt. Also seine Inner Fire Usage sind bisher das Beste und wahrscheinlich auch einzig brauchbar an seinem Huskar. Ja, also das sind auf jeden Fall Stats von denen träumt jeder Rubik-Spieler, weil ich das gerade gefragt wurde. 5-0-4. Er hat Minute 12 einfach mal so viel Farm wie Thompson. Ja, er hat eine Etherlands, Mann. Der das hat 200 Networth weniger als Thompson in der Mitte. Und wir hatten heute schon mal drüber geredet. So, Support-Farm ist oft ein guter Garant, wie das Spiel läuft. Und plötzlich sind es halt doch wieder 5000 Networth mehr für Secret. Das sind noch nicht die 8k Networth Lead bei Minute 16, aber es sind immerhin schon die 5k bei Minute 13. Sieht wieder sehr, sehr gut aus für Secret hier. Win Prediction ist schon bei. Ja, und Mitte kommt jetzt Nisha vorbei. Ja, einmal gutes Armlet geschmissen. Guter Oracle Ultimate und Midwon mit dem Jump Richtung Nisha. Der hat keinen Windrun gerade bereit und wird er jetzt gerade von Midwon gejagt. Midwon kriegt tatsächlich den Kill und währenddessen Matu. Ja, Midwon Inner Fire. Und da kommt Yapso einfach mit dem Purifying Flame und nuke den Husker weg. Gott, also. Ja, da hat man mal kurz gesehen, wie OG das eigentlich plant zu spielen. Die wollen mit Huskar reingehen, mit Max Inkswell. Und da musste aber sehr früh schon das Oracle Ulti committed werden. Es reicht einfach nicht ganz. Dieser Huskar stirbt trotzdem zu schnell. Ja, aber die Idee ist deutlicher als im ersten Game, wie sie es spielen wollen. Absolut. Wobei halt, ich habe es ja auch am Anfang angesprochen, so der Gedanke. Das Problem ist ja, dass du das Inkswell zum Beispiel gar nicht mal so geil ist gegen zum Beispiel die Windranger. Das Ganze dauert 3 Sekunden, bis es triggert und das dann wird ja länger, umso länger du am Gegner dran bist. Das heißt, wenn du den Inkswell so timest, dass du quasi nach 3 Sekunden die Wehr anspringst, hast du so einen Mini-Stun und wenn du es direkt am Anfang machst, dann läuft sie einfach weg, bevor das Inkswell triggert. Also es ist nicht so, dass das jetzt so eine super safe Ultra-Kombo ist. Nicht leicht zu treffen. Es hat generell sehr wenig Reliable Lockdown bei OG. Im Gegenzug zu Secret, die halt zum Beispiel sowas haben wie Lift und Shackle. Und was man nicht unterschätzen darf, Yapso kann hier halt auch sehr, sehr gute Spells klauen von OG. Und halt bei Roshan. Ja, sei. Wird erstmal angegangen. Nisha versus Thompson. Focus Fire ist da. Matu jagt jetzt gerade erstmal Saxa. Oh ne, der fällt hier gerade. Ja, alleine Purifying Flame ist halt so ein kranker Spell gegen den Huskar, wenn er den bekommt. Weil Huskar will Low HP fighten. Und was ist da geiler als so Purifying Flame, was dir einfach mal 360 Pure Damage direkt drückt? Ja, genau. Auch. Zum Beispiel Cold Snap oder so, I don't know, Tornado, Stomp, können alles super nützliche Spells hier sein. Sämtliche, die komplette Grimstroke-Palette ist auf Rubik total insane, weil wenn du das Ulti kriegst oder Inkswell, das ist einfach komplett broken. Und wir haben jetzt schon oft gesehen, dass er die Grimstroke-Spells hier auch bevorzugt klaut.
Hat jetzt Level 1 Phantoms Embrace, das ist nicht unbedingt das, was er haben will. No. Aber, und ja. Mit Nisha, okay, der Scheckel war gut gedacht. Tornado EMP, Backline, Matu jetzt aber gegen Thompson. Und er frisst ihn halt einfach auf. Sei, kommt jetzt gerade mit der Jagd gegen Sepp. Und ja, in der Mitte, Midwon, schön mit dem Infest, einfach Midwon gedodged. Und dann gibt's den Shackle, Focus, Fire, Oracle Ultimate zwar gezündet, aber Nisha boxt da so viel drauf. Midwon hat keine Chance, das zu überleben. Matu ist hier gerade noch dabei. Oracle Ultimate, warte, er hat's tatsächlich überlebt. Ach stimmt, wegen der Region, wenn du fast tot bist mit Huska. Stimmt, so viel Damage kannst du dem ja gar nicht dealen, wie der da wegreckt. Aber ja, 4-0 der Fight. Und das sah einfach aus für Secret. Papi musste nicht mal sein Ulti drücken. Ich möchte nochmal anmerken, da war auch noch kein Deso auf Matu da. Wenn der noch ein Deso kriegt, dann... Ja. Also, der macht jetzt schon so viel Schaden. Die schmelzen einfach nur bei OG. Das ist irre. Oh, Thompson hat sich noch an einem Midas rangewagt mit dem Ghost Rex and Walker. Okay. Ja... Eine Verzweiflungs-Midas, glaube ich, aber die beste Chance, die sie vielleicht noch haben. Ja, das ist halt, finde ich persönlich, wenn du so früh im Game schon hinten her bist, dann bist du an so einem Punkt, wo man sich, finde ich, oft denkt, okay, es gibt halt nicht jetzt das Item, wenn er jetzt auf, keine Ahnung, berühmten Thompson Meteorhammer geht, auf den Medaillen zuerst, das ist irgendwie so, das ist auch nicht das Item, was die jetzt mit 8K Network hinterher den Fight plötzlich gewinnt. Nee. Also an dem Punkt kannst du einfach nur hoffen, ins Late Game zu kommen. Aber dann hast du halt einen Huska. I don't know. Ich verstehe den Draft. Ja, ich wollte schon sagen, also die beste Möglichkeit wäre jetzt so ein klassischer Dota-Bug, dass Midwon erstmal disconnected und beim Reconnecten kriegt er plötzlich einen ordentlichen Carry statt einem Huska. Das wäre vielleicht die Chance zu gewinnen hier. Einfach Minute 17 fragen, ob man nochmal repicken darf. Wir haben einen Fehler gemacht im Draft. Ja. Erinnert mich gerade an Qua und Team Liquid. Botlane Sai wird hier rausgetapet. Tschüss. Einfach selbst gejulst dann. Ja. Wie ich, war das nicht letztes Jahr im TI, wo Team Liquid aus Versehen den Last Pick Gyrocopter gemacht hat und ihn gar nicht wollte? Und das Spiel dann verloren hat? Ich erinnere mich an irgendwas. Ja, da war irgendwas. Ja, größtes Turnier des Jahres. Misspickst. Ja, kann ja mal passieren, dass du aus Versehen als drittes Huska pickst. Ich hab hier eine Frage zu deinem Sport 1 Cast, wenn du die beantworten magst. Vielleicht, ja. Vielleicht. Sachsa in der Mitte. Lass mal gucken, wie Matu hier... Er zieht sich zurück, nevermind. Gibt's irgendwo eine Übersicht, welche Sendungen auf Deutsch gecastet werden bei euch? Ich lass die Frage jetzt mal zu, weil ich mache ja keinen offiziellen Cast. Also ich betreibe hier gerade keine Fremdwerbung abseits der ESL oder so. Ist ja alles gerade just for fun. Puh. Muss doch auf Sport 1 wahrscheinlich stehen, oder? Also ich krieg da mal ein Overview, aber es gibt's glaube ich nicht auf der Webseite irgendwo. Ich kann mal nachfragen, ja. Okay. Also wie gesagt, ich kann dir zumindest sagen, so ohne Fremdwerbung, dass morgen das NA Lower Bracket um 19 Uhr und das Finale am Sonntag um 19 Uhr von uns auf Deutsch kommentiert werden in Dota. Aber Midwon, der wird hier einfach nur vernichtet. Aber er springt immer in Nisha an, während das ein Komato in der Bergwand holt sich Oracle. Und ja, der Double Kill ist da, Huska fällt, der Bind geht mal Damage gekriegt. Nee. Matu läuft hier durch. Der Papi hat. Oh. Ich wollte gerade sagen, Papi hat den Ulti gedrückt. Fast wäre Sai noch gestorben, weil er so spät das Ulti erst gedrückt hat. Aber hat sie hier rausgezögert bis zur allerletzten Mikrosekunde. Kommt auch direkt das Holy Moly. Auf Twitter wird das von Sport 1 nicht gepostet. Ich weiß nicht, ob sie es auf der Website haben. Kein Twitter. Ja, habe ich gerade gesehen bei dir im Chat. Ich verfolge den ab und zu. Ich weiß es nicht, auf Twitter und Co. definitiv nicht. Vielleicht gibt es online irgendwie eine Programmplanung. Wenn ich morgen mal da bin, werde ich mal fragen und es dir dann whispern. Ich habe dich gerade mal so angewhispert, damit ich deinen Username in der Queue habe. Und wenn ich da was weiß, gebe ich Bescheid. Ja, ich finde es ja immer cool. Ich weiß ja, dass im Fernsehen eher so, ja, nicht die meisten E-Sport-Fans tatsächlich generell
unabhängig von Dota oder Co. gucken, finde ich immer ganz cool, wenn es Leute dann trotzdem interessiert und sich da auch verfolgen neben Twitch, weil Production Value schon ganz nice ist. Aber ja, wie gesagt, gebe dir dann gerne Bescheid, wenn ich da was rausfinde. Jetzt aber erstmal findet Midwon wieder aus. Wie oft kann er mit dem Husker heute noch sterben? Ja, ich glaube ziemlich oft. Wie dreist Matu einfach Highground läuft. Dem ist alles egal. Was da sind, 5 Helden von OG? Ah, I don't care. Na, es tut mir auch leid, dass wir jetzt gerade so ein bisschen off-topic getalkt haben, aber man muss leider sagen, OG spielt hier gerade irgendwas, aber es hat nur entfernte Ähnlichkeit mit Dota. Wir müssen das Game jetzt nicht größer machen, als es ist. Also das ist ein 2-0 Stomp. Ich finde, da kann man auch mal ein bisschen abschweifen. Das ist jetzt nicht das spannende Kopf-an-Kopf-Rennen, was ich mir gewünscht habe, muss ich gestehen. Nee, definitiv nicht. Das ist schon okay. Ja, Secret nimmt das Spiel, denke ich, schon. Also von den Picks her und wie sie spielen in Secret, die Series halt schon super ernst. Und OG hat irgendwie so, okay, wir sind eh weiter. Ich weiß, ich will ihnen da jetzt nichts Böses unterstellen. Klar, sie wären ja dumm, wenn sie, sag ich mal, ihre super Secret-Strats, wie sie Team Secret vorhaben zu schlagen, verraten würden hier. Aber ich hätte mir doch ein bisschen gewünscht, dass man von OG halt vielleicht ein bisschen mehr Serious als, hey, wir picken jetzt einfach Husker und er geht beide Games 0-10. Oh, geiler Pick. Und ja, Midwon, schau dir das mal an, wie der Husker, weißt du, ich hab vorhin, als wir Husker gesehen haben gegen Team Liquid, ja gedacht, boah, vielleicht ich Husker sehe ich. Jetzt nach 3 Games Husker, stimme ich dir echt zu. Oh, die erste Multi, die ich gesehen hab. Ja, und Thompson wird halt einfach von WR aufgefressen, ja. Puh, ja. Weißt du, was vielleicht mein Gedanke ist? Vielleicht hat OG wirklich eine Husker-Strat auf Kasten und denkt sich jetzt, boah, wir misshandeln diesen Helden jetzt 2 Games so, dass jeder in Lachen ausbricht, wenn wir ihn picken. Und dann kommt einfach der super Husker-Draft in den Playoffs, mit dem sie alles gewinnen. Maybe. Ich kann es noch nicht so ganz sehen. Nee. Also jetzt nach 3 Games Husker in Folge stimme ich dir zu. Ich sehe den Helden aktuell nicht. Also, zum Thema Secret nimmt die Series vielleicht nicht ernst, weil sie Bloodseeker picken. Ja, es stimmt, dass Bloodseeker 0% Winrate hatte. Dankeschön, MSA, für dein Game. Follow. Vielen also, lieben Dank. Bloodseeker wurde halt einfach einmal gespielt, das war nicht erfolgreich. Und tatsächlich hat Secret mit diesen beiden Games die Bloodseeker Winrate auf stabile 75% hochgebracht. Ja. Also, Bloodseeker OP, oder? Ja, Bloodseeker definitiv OP. Na? Nee, my bad. 66%. Kann ich rechnen. Ja. Wir werden ja hier zum Reden, nicht zum Rechnen bezahlt. Sie mir ist in Ordnung, denke ich. Stimmt, ja. Na. Wer hat gedacht, beim Casten muss man denken? Puh, ja. Da war ich damit angefangen, weil ich dachte, ich sag einfach, was ich sehe. Es funktioniert seit 6-7 Jahren ganz gut. Ich muss was nachgucken. Also, mit dem Game wird Bloodseeker einfach. Es reicht noch nicht für die Top 10 Winrate, aber er ist Top 15 in der Winrate in diesem Game. Und ich hab's gecallt, das ist der Degen Bloodseeker mit 30% Spell-M. Das war der Plan, ne? Und Saxa, ja, wird ja einfach vernichtet. Irgendwie ist tatsächlich irgendwann mal Rubik gestorben. Wer glaubt es? OG hat tatsächlich in dem Smoke-Gang wirklich was gemacht. Der arme Yapsor hat nur 10-1 jetzt. Stats versaut. Na. Aber Sei nimmt die Series anscheinend genauso ernst wie wir. Geht halt wirklich auf Vale, Degen, Platzi. Der Oracle ist noch gestorben. Der stand noch 5 Minuten in der Fountain. Er kann es sich einfach erlauben. Naja, gut. Guck dir mal an, wie viel Damage Matu macht. Da kannst du lange in der Fountain stehen, um es wegzuheilen. Ja. Bis Frage an dich, Alex. Welcher ist der einzige Held, der in diesem Turnier noch nicht gepickt wurde? Gib dir 10 Sekunden. Nicht nachgucken. Also Techies wurde, glaube ich, schon mal gepickt. Chaos ja, Knight? Ja, Techies wurde gepickt. Chaos Knight wurde gepickt. Verdammt. Dann Meepo. Wobei, ich glaube, selbst der wurde einzige gepickt. Held, Meepo wurde gepickt. Okay. Der einzige Held, der in diesem Turnier noch nicht gepickt wurde, ist Sniper. Ernsthaft? Okay, das überrascht mich. Das habe ich zumindest gestern. Gestern war es noch so. Keine Ahnung, ob ich heute was verpasst habe. Ja. Ja,
immerhin, der Elder-Typen, der tankt hier übrigens ganz gut. Ja, Sniper wurde nicht gepickt. Finde ich interessant tatsächlich. Ich weiß gar nicht, Position 4 Sniper ist doch immer noch valide oder wurde der so genervt? Ich hab's gerade gar nicht im Kopf. Nee, ich glaube, Position 4 Sniper ist ultra dead. Das Agar macht ja nichts mehr. Der Ministand von Agar wurde, glaube ich, auf eine Sekunde. Ja, aber es ganz am Anfang, ursprünglich mal 2. Ja, das stimmt, wurde halt ein bisschen runter, aber Stunt tut so. Oh mein Gott, sei! Also, das ist der Plan. Elder Titan boxt. Okay, ist leider sein Spell abgelaufen. Okay, sei. Einfach pulverisiert, aber Japsa pulverisiert, aber währenddessen steht Martwell da und trotz Solar Crest isst er die halt einfach auf. Holt sich einen, holt sich zwei, Oracle TP't sich hier gerade raus. Schöner Disarm, aber währenddessen Nisha einfach den Kill auf Tops. Na. Also ich glaube für Martwell war das ein PvE-Game. Der hat ein bisschen Creeps gehauen und inzwischen sind die Gegner auch nur noch Creeps. Oh, da konnte sich Nisha nicht so ganz entscheiden, wo er hinlaufen soll, hin oder weg. Ja, doch, lieber hin. Wie mit One einschmilzt. Holy moly, GG, well played, it's called. Oh mein Gott. Na. 41-9. OG hat, glaube ich, einen Kill mehr geschafft als im letzten Game. Ja, das ist immer schon eine. Und sie haben 3 Minuten länger überlebt. Das ist schon mal. Oder 23 Minuten was im letzten Spiel. Warte, ich bin gerade zu blöd drauf zu klicken. Das erste Game war 23 Minuten, das hier war 26 Minuten und im ersten haben sie sogar noch 5 Kills gemacht. Also, mein Beileid für die Leute, die auf 10 Kills für OG gesetzt haben. Die haben in beiden Games nicht mal die 10 Kills knacken können. Puh. Ja, sehr eindeutiges Set hier, Secret gegen OG. Ich bin nicht begeistert von dem Mid-One-Husker Safe Lane. Aber naja, keine Ahnung, ich kann das nicht ernst nehmen. Das wäre, glaube ich, wenn es hier um irgendwas gehen würde, hätten die niemals sowas gepickt. Nee, also. Die wollen einfach nur irgendwie nichts preisgeben. Das ist nicht OG, wie wir OG kennen. Nee, definitiv nicht. Also, Secret hat hier, ja, Platzsieger ein paar Mal gezeigt. Ich bin mal gespannt, wie valide er ist, wenn halt ein Team auch wirklich ein bisschen Kontra gibt. Ja, zu Secret kann man nichts sagen. Sie zeigen halt einfach super klasse Performance. Und ja, OG. Also man kann mir nicht sagen, dass man hier den Husker auf Third Pick die ganze Zeit pickt. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass sie ein paar Ideen mit dem Husker haben. Und vielleicht kommt er auch. Aber Husker ist halt maximal aktuell ein Last Pick. Und jetzt so nach 3-mal richtig hart ins Gesicht stimme ich dir zu, dass der Held aktuell jetzt gerade nicht so die Creme de la Creme ist. Ja, ich kann mir nur noch vorstellen, dass die jetzt keine Pocket Strut revealen wollten, keinen Bock hatten, sich irgendwie großartig anzustrengen. Sie wussten, sie sind safe durch und deshalb picken sie was sie ausprobieren wollen, wie es in Pro Games funktioniert. Und das, mehr kann ich mir hier nicht denken. Keine Ahnung. No. Ich finde, man muss diesen Draft ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, ja, das, keine Ahnung. Das war jetzt einfach nicht für voll. Definitiv. Ja, ein bisschen schade. Also ich hatte echt hohe Hoffnung an die Series. Ja, aber vielleicht. Ich bin auch kein Fan davon, aber naja. Ja. Vielleicht in den Playoffs, Team Secret und OG haben es ja bereits beide geschafft. Damit ist sicher, dass Secret auf jeden Fall Gruppe B gewonnen hat. Die stehen jetzt 5-0 und werden dann entweder gegen EG oder gegen Nigma. Wobei Virtus Pro hat auch noch Chancen. Das ist der letzte Spieltag. Virtus Pro gegen EG. Wenn Virtus Pro gewinnt gegen EG, dann könnte auch VP noch die Gruppe gewinnen. Ja, wobei ich glaube, ja, ich denke mal, dass Secret gegen entweder EG oder Virtus Pro spielen wird. Team Nigma spielt morgen gegen Navi und wenn Nigma da nicht drüber fährt, dann weiß ich auch nicht. Ja, das ist, glaube ich, auch ziemlich eindeutig. EG Virtus Pro sollte auch eindeutig sein, denke ich. Genau, aber ja, hat das ja vorhin gesagt, da ich morgen bei Sport 1 bin, werde ich, vielleicht wenn ich davor Zeit und Lust habe, könnte ich in die OG gegen Liquid Serie reingucken. Ansonsten bin ich, wie gesagt, morgen mal nicht die Omega League Cast nach den letzten 2 Wochenenden. Ich weiß nicht, ob du live bist, dann können meine Viewer gerne bei dir vorbeigucken. Nee, ich lasse diese dreiste Fremdwerbung jetzt tatsächlich zu, weil ich morgen auch nicht live bin. Ich bin morgen um 15 Uhr mit meinen Eltern verabredet, deshalb werde ich morgen nicht casten können. Moment, ich habe gerade Werbung für dich gemacht, weil ich nichts mache. Naja, vorher hast du gesagt, ich bin bei Sport 1 und caste. Blablabla. Ja, weil deine ganzen Twitch-Viewer jetzt auf Sport 1 abonnieren. Tut mir leid, tut mir leid.
Ich will ja jetzt nicht irgendwie gemein klingen, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand Pay-TV abonnieren wird für so ein Event. Es tut mir echt leid. Ja, also, wenn halt der Vergleich von Twitch abzuwerben mit Pay-TV, ja. Für die ESL One Thailand. Was du da machst, aber das wird nicht passieren. Nee, war ja so nicht der Try, wolltest du ja nur sagen. Würde mir auch lieber das die Omega. Alle, das ist ja kein Geheimnis. Ja, ich würde mir auch morgen lieber die Omega League anschauen als ESL One Thailand, aber so ist das halt. Ja, nee, also ich bin raus. Ich caste am Montag die ESL One Thailand. Du castest doch auch ESL One Thailand. Nee, warte mal. Nee, ich wurde dieses Mal nicht gefragt, glaube ich. Also ich bin ESL One Thailand nicht so offiziell am Casten, glaube ich. ESL One Thailand ist, glaube ich, bis dahin auch schon vorbei. Castest du Asia? Nö, wie gesagt, ich wurde dieses Mal gar nicht in dem Loop gefragt, ob ich irgendwelche Games übernehme. Oh, weder Americas noch Asia, okay. Nope, wurde für nichts gefragt. Hm? Das wusste ich nicht, sorry. Ach du, alles gut. Ich caste aber auch nur ein Set. Von ja, wahrscheinlich dann wieder die 4 Spieltage gleichzeitig, nehme ich an. Ja, ja, es gibt auch nicht so viele Games diesmal von daher. Ja, machen ja alles Martin und Shox. Ja, genau. Und das ist eine gute Überleitung. Da ich morgen nicht da bin, gibt es von mir auf Twitch nichts zu sehen. Ihr solltet also auf jeden Fall bei Vitalik oder Shox reingucken. Ich weiß jetzt nicht, wann genau die am Streamen sind, aber guckt einfach irgendeinen Cast. Ganz egal. Zur Not abonniert Sport 1. Oh, wow. Wie heißt es? E-Sport 1, oder? E-Sports 1. E-Sports 1, okay, sorry. Ja, ich Streamst du noch etwas, dann hoste ich dich, sonst gehe sonst nee, 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 ich bin fertig für heute. Okay. Ich bin fertig für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs